Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo auf dem Tasty High Kanal. Servus. Inklusive Glockengebimmel heute. Wir sind mal nicht in den Bergen unterwegs, sondern in Bad Wurzach und machen was, was wir schon ganz lange machen wollten und irgendwie noch nie dazu gekommen sind. Aber heute ist der Tag der Tage und deswegen geht's heute ins Wurzacher Ried. Los geht's. Yesterday there was sun and there was rain. Der Kernbereich vom Wurzacher Ried ist übrigens das größte intakte Hochmoor in ganz Mitteleuropa. Also das ist richtig, richtig cool. Es hat eine Gesamtfläche von 1812 Hektar und das ist direkt vor unserer Haustür. Also wir fahren hierher 15 Minuten und sind dann mitten in diesem riesigen Hochmoor. Ich bin gespannt, was wir heute noch alles entdecken. Wir haben gleich mal die Moorhühner entdeckt. Ein natürliches Kneippbecken gibt es hier auch. Dafür ist es jetzt allerdings ein bisschen frisch im November. Aber vielleicht ist das eine Aktivität, die man hier im Frühling oder im Sommer machen kann. Moor treten kann man hier auch. Of disguise.
wirklich unfassbar schön hier. Jetzt gerade im Herbst sind die Farben einfach wunderschön. Und wir können uns auch vorstellen, dass es hier im Winter richtig cool ist, wenn Schnee liegt oder so. Das müssen wir unbedingt im Winter nochmal testen. Und apropos Winter, wenn ihr Wandertipps habt fürs Allgäu, für Winterwandern, dann schreibt uns die unbedingt in die Kommentare, weil wir möchten dieses Jahr unbedingt Winterwandern gehen, ganz viel, weil dieser Content fehlt uns noch auf unserem Blog und hier auf YouTube. Und deswegen wäre es cool, wenn ihr uns eure Tipps da lassen könntet, damit wir eure Wanderungen nachwandern könnten. Das Wurzacher Ried war übrigens auch mal ein Torfstechergebiet, genauso wie das Aresrieder Moor, wo wir auch schon mal waren. Dazu das Video kann ich euch gerne hier oben mal verlinken. Das ist auch richtig cool und ist auch hier ganz in der Nähe. Der Boden ist laut Zwergsteiger übrigens schon wieder Lava, also muss aufpassen, wo ich hintrete. Das erinnert mich hier übrigens auch an unsere Wanderung bei den Urseen in Beuren. Das ist auch eine richtig coole Tour, die man so im Herbst oder Frühling gut machen kann hier bei uns im Allgäu. Auch dazu gibt es schon ein Video, das verlinke ich euch natürlich auch. Eine Einkehrmöglichkeit gibt es hier auch, den Wurzelsepp. Christian? Wer hat mich gerufen? Kehren wir ein? Wir wissen nicht, ob es offen hat, aber wir können ja mal gucken. Ja, machen wir. Wir waren jetzt gerade hier im Wurzelsepp einkehren und es war wirklich lecker. Wir haben eine richtig gemütliche Maultaschensuppe gegessen. Es war jetzt richtig schön wärmend von innen für diesen kalten Tag. Wenn ihr hierher kommt, die Öffnungszeiten sind ab November von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Und bringt auf jeden Fall Bargeld mit, weil Kartenzahlung ist leider nicht möglich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt geht's weiter im Wurzacher Ried. Hier ist auch direkt nebenan das Oberschwäbische Torfmuseum und da kann man auch mit der Torfbahn fahren. Die fährt allerdings nur an ein paar Tagen im Jahr, da sollte man vorher, bevor man kommt, die Webseite checken, damit man genau weiß, ob man damit fahren kann oder nicht. Und so wie es aussieht, ist das Museum aktuell auch geschlossen. Wir sind quasi fast wieder am Ausgangspunkt. Hier ist jetzt noch ein Spielplatz, den der Zwergsteiger ganz toll findet.
Und deswegen haben wir jetzt hier nochmal angehalten für ihn. Wir wollten uns jetzt schon mal hier verabschieden an dieser Stelle, weil der restliche Abschnitt nicht mehr so spannend ist. Wir hoffen, dass euch die Tour gefallen hat. Es war mal ein bisschen was anderes wieder, außer in den Bergen immer. Aber ich fand es richtig, richtig schön, vor allem jetzt im Herbst. Die Farben waren einfach mega schön und ja, es war einfach ein ganz gemütlicher Spaziergang. Das stimmt. Der Zwergsteiger fand es auch super. Der fand das mega mit dem ganzen Wasser und so weiter und drumrum und tralala. Und auch ein Teil von so einer Kinderrundwanderung haben wir auch noch mitgemacht. Das hat ihm auch super gefallen mit so Erklärstationen dran. Das war echt spitze. Genau, also eine richtig tolle Tour für die ganze Familie. Und das Tracking findet ihr wie immer verlinkt in der Infobox. Und in Kürze gibt es natürlich auch wieder einen Wanderbericht bei uns auf dem Blog, dass ihr das alles nachlesen könnt und dann idealerweise auch nachwandert. Ja, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr coole Winterwanderungsempfehlungen habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Servus!